Ja, hallo meine lieben Leute. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, dass wir hier ein bisschen Fortschritt haben, EP-technisch und auch hier die Skalpierer. Ich habe eben eine Runde aufgenommen, mal wieder, einfach um mal wieder ein bisschen Lebenszeichen zu geben. Hab auch schön mit euch geredet, beziehungsweise ich dachte es. Ja, und dann hat sich eben herausgestellt, dass ich aus Versehen meinen falschen Desktop aufgenommen habe. Ich habe ja zwei Monitore und ich habe den falschen aufgenommen. Das ist natürlich ungünstig gewesen. Das ist jetzt das passiert, was ich eigentlich immer vermeiden wollte, nämlich dass man jetzt ein bisschen Gameplay nicht gesehen hat. Ich meine, das spielt im Endeffekt keine Rolle, weil ich nicht großartig was erzählt habe. Ich habe ein bisschen was Allgemeines erzählt. Ansonsten nicht viel. Insofern ist das nicht ganz so wild. Aber ja, ihr seht halt jetzt ein bisschen, habt ihr ein bisschen was am EP-Fortschritt verpasst. Ja, und ich habe schon ein bisschen was erzählt. Jetzt weiß ich halt natürlich nicht mehr, was genau. Das heißt, eventuell werde ich jetzt Sachen, die ich vorher gesagt habe, nicht nochmal sagen, weil ich es einfach vergessen habe. Ja, ich habe einfach, was habe ich erzählt? Ich habe generell was zu meiner allgemeinen Lebenssituation momentan gesagt. Ja, insbesondere bin ich darauf eingegangen, dass ich momentan relativ wenig Zeit habe, was ihr unschwer erkennen könnt. Ich komme momentan nicht in dem Maße zum Aufnehmen, wie ich das gerne hätte. Dann nimmt mich das ganze Referendariat zu sehr ein. Ich hoffe, dass sich das ändert, spätestens im Mai, wenn die Verwaltungsrechtsstation vorbei ist. Bis dahin, ja, muss ich da irgendwie doch meine Schwerpunkte setzen. Es hat halt gerade keinen Sinn, großartig aufzunehmen, weil mir einfach die Zeit fehlt. Eigentlich wollte ich auch nur eine einzige kurze Folge aufnehmen. Das ist halt jetzt auch schon in die Hose gegangen. Jetzt nehme ich de facto zwei Folgen auf. Weil ich halt aus eigener Dusseligkeit, wie gesagt, meinen falschen Monitor aufgenommen habe. Ich habe es nicht realisiert. Unvorstellbar eigentlich. Aber es musste irgendwas schief gehen. Ja. Ich habe jetzt seit 2 Wochen nicht mehr aufgenommen. Dann nehme ich jetzt neu auf und natürlich irgendwas vergisst man dann irgendwann. Ich meine, das sind alles solche Prozesse, die ich eigentlich so im Fleisch und Blut habe. Aber das ist halt, ja. Das ist mir allerdings echt noch nie passiert. Was mir regelmäßig passiert, ist, dass ich bei den Audioeinstellungen bei OBS was vertausche, sodass dann nachher entweder meine Ingame-Stimme zu laut ist im Verhältnis zu dem Ingame-Sound oder umgekehrt. Das passiert mir gerne mal. Das habt ihr auch schon mehrmals erlebt. Aber ansonsten das hier, dass ich aus Versehen mit OBS den falschen Bildschirm aufnehme, das ist mir in der Tat noch nicht so oft passiert. Eigentlich noch nie. Vielleicht ist es mir schon mal passiert, bei Gothic oder so, beim Singleplayer-RPG, wo ich dann einfach neu aufnehmen konnte. Das geht halt hier nicht, ne? Der Fortschritt ist hinüber. Beziehungsweise nicht hinüber, aber den Fortschritt, den ich gemacht habe, den konnte ich jetzt halt nicht dokumentieren. Aber das ist wirklich, wie gesagt, nicht so schlimm, weil ich nichts gemacht habe, außer mich in diesem Areal hier ein bisschen herumzubewegen, so wie wir das letzte Mal schon gemacht haben, und ein paar Trolle erledigt habe. Ich habe weder eine Kiste gefunden, noch eine Mine, noch irgendwelche besonderen Kreaturen. Ich habe einfach ein bisschen gelabert und ein bisschen gegrindet. Das ist alles. Also, es ist im Endeffekt verzeihbar. Es hätte schlimmer sein können. Zum Beispiel, wenn ich hier eine Mega-Aufnahmesession gemacht hätte. 50 Parts. Lass mal das mal nicht zu sehr hyperbolisch werden. 5 Parts. Dann hätte ich mich geärgert, weil dann, wenn wir schon 1 Stunde 15 Minuten aufnehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir aus diesem Gebiet hier fort werden. Jedenfalls aus diesem Teilgebiet. Dass wir dann, keine Ahnung, in Jintalore wären oder sonst wo im Hinterland. Aber ja, ich habe es ja Gott sei Dank gemerkt. Ich habe es Gott sei Dank gemerkt. Ja, ansonsten, was hatte ich, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, was ich gesagt habe. Ich habe noch darauf hingewiesen, dass ich mich jetzt bewusst dazu entschieden habe, Vanilla zu spielen, nicht Retail. Das bedeutet nicht, dass ich nie wieder Retail-WoW spiele, sondern einfach für mich persönlich entschieden habe, dass ich es
für wichtiger halte jetzt momentan, wenn ich was spiele, dann irgendwie doch mal WoW Vanilla zu spielen. Und vielleicht mal ab und zu eine Folge Gothic 3, um dann nicht komplett rauszukommen. Weil mir der Fortschritt in der Retail-Version, der ist halt, ja, da ist halt nicht viel, das auf uns wartet. Ja, also wir, da leveln wir halt ganz normal die Schattenlande durch. Das hat jeder schon gesehen. Und wir müssen halt mit dem Schattenlande-Content noch hinkommen. Ja, wie gesagt, wir kommen ja nicht mehr in die alten Gebiete, kommen wir schon. Aber das wird nicht mehr eskaliert. Das ist doof. Das habe ich halt verpennt, leider. Das ist halt aber einfach so. Aber wir können dann halt nur noch Schattenlande machen. Wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Und dann haben wir so eine Situation wie mit dem Magier damals, wo wir dann die ganze Zeit nur Weltquests machen. Und das ist halt auch nicht die Spannung schlechthin. Und dann habe ich mir doch gedacht, dann mache ich lieber das hier. Und wie gesagt, es dauert easy noch 1,5 Jahre, bis ein neues Addon kommt. Shadowlands, wann ist Shadowlands rausgekommen? Noch letztes Jahr, oder nicht? Letztes Jahr im November, Dezember? Also noch gar nicht lange. Wir hatten ja auch erst einen einzigen Raid, ne? Also von daher... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wann hatten wir denn... was nachgucken. WoW Progress. Ja, genau, Dezember 2020. Schloss Natria. Genau, ja, ich erinnere mich. Kurz vor Weihnachten war das. Ja. Also da wird halt eventuell jetzt demnächst ein neuer Content-Patch kommen. Da werden noch mehrere Content-Patches kommen. Ja, wir sind ja am Anfang von Shadowlands. Aber wir müssen halt berücksichtigen, dass wir halt nur de facto leveln können. Und dann vielleicht noch Heroes gehen können. Aber dann ist es das gewesen mit dem Content für uns. Und dann ist Retail vorbei. Das heißt, diesbezüglich dachte ich mir, spare ich das ein bisschen auf. Das ist natürlich jetzt auch nur eine Notaussage. Im Endeffekt bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Mir macht Vanilla mehr Spaß als Retail momentan. Ist auch ein ganz klarer Grund. Nicht, dass mir WoW Retail keinen Spaß machen würde. Aber Vanilla macht mir halt mehr Spaß. Ja, weil ich es da einfach irgendwie nicht abwarten kann, Level 60 zu werden. Kann ich noch nicht wirken. Wie viele Patrouillen das hier sind. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr gehabt, dass ich mit Aspekt des Falken einen Proc bekomme und gleichzeitig hier den Buff Schnellfeuer habe. Komme ich nicht mehr. Ich habe sowieso das Gefühl, dass das Ding nur noch sehr, sehr selten kommt. 5%. 5% Chance mit jedem Schuss. Das heißt theoretisch einmal alle 20 Schuss. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob das jetzt in dieser Folge schon einmal passiert ist. Ich würde aber sagen, nein. Das lädt immer noch auf. Ja. Ach ja, dann ist mir auch nochmal was Lustiges passiert. Und zwar genau vor einer Woche. Freitag, letzte Woche Freitag. Und zwar habe ich ja mal eine ganze Zeit lang, jetzt nicht wie so ein Suchti, wo ich mein ganzes Geld reingehauen habe, aber schon ein bisschen, kleinere Beträge in Sportwetten reingekloppt. Und dort ist mir jetzt passiert, dass ich auf einer Seite war, wo ich noch beim PayPal-Konto registriert war. Und dort habe ich... Fehlversuch, ETF.
Dort habe ich mal, bin ich auf den PayPal-Link einfach gegangen, bei Einzahlen, weil ich gucken wollte, ob ich dann noch gesperrt bin. Weil ich habe überall ein Einzahlungslimit, das ist vielleicht zur Erklärung, man kann auf allen Sportwettenseiten, auf jeden Fall, auf allen seriösen, kann man sich solche Limits einsetzen, dass man nicht zu viel ausgibt. Das habe ich immer von Anfang an gemacht, ich glaube 10 Euro im Monat. Und ich wollte wissen, ob ich das da auch gemacht habe. Und dann habe ich einfach, dummerweise kann man es halten, wie man möchte, da 40 Euro versucht einzuzahlen, was ich nicht wollte, sondern ich wollte einfach bestätigt wissen, dass ich es nicht einzahlen kann. Und dann ging es plötzlich doch. Anscheinend haben sich irgendwie die AGBs oder sonst was da geändert oder irgendwelche Zusammenschlüsse von irgendwelchen Casino-Webseiten. Wer kommt da schon irgendwie, wer kann da noch irgendwie durchblicken? Gefühlt niemand. Ja, dann habe ich 40 Euro eingezahlt. Und dann hatte ich gesehen, dass ich aber einen Einsatzlimit hatte. Das heißt, ich konnte die 40 Euro jetzt auch nicht einsetzen. Auszahlen geht aber auch nicht, denn es gibt Geldwäscherichtlinien. Das bedeutet, wenn du Geld einzahlst in so ein Online-Casino, dann kannst du es dir nicht einfach auszahlen. Das soll vor Geldwäsche schützen. Ansonsten könnten ja alle alle kriminellen Banden sich mit ihrem erbeuteten Geld Paysafe-Karten kaufen, das auf Casinos einzahlen und sich dann sofort wieder auszahlen. Das geht nicht. Du musst es vorher einmal umsetzen. Das bedeutet, ich konnte es nicht auszahlen, ich konnte es nicht einsetzen, sondern es waren da jetzt, oder sind immer noch 40 Euro auf meinem Konto, mit denen ich dann nichts machen kann. Das heißt, ich musste jetzt erst das Einsatzlimit erhöhen von 0 auf 40 Euro, damit ich das heute, ich weiß nicht, wann ich es letzte Woche gemacht habe, ich muss es irgendwann um 23 Uhr oder so ausprobieren, weil es genau 7 Tage dauert, bis man das erhöhen kann. Da muss ich es einmal umsetzen und dann kann ich es mir auszahlen. Wegen so einem dummen Flüchtigkeitsfehler. Ich könnte euch nicht mehr erklären, warum ich überhaupt auf dieser Seite war. Ja, pure Langeweile rumgeguckt und dachte, ja, guck mal, da habe ich doch mal ein Einzahlungslimit gehabt. Ich kann es euch ja sagen, es ist Bet at Home gewesen. Oder ist es immer noch? Und dort, wie gesagt, einmal guckt und plötzlich, zack. Es ist halt passiert. Aber das hat mich auch nur kurz geärgert. Obwohl 40 Euro natürlich auch nicht wenig Geld sind. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Es ist auch übrigens gut, dass ich gleich die Part beenden kann. Jetzt haben wir hier nämlich Konkurrenz. Klar, konnte man mit dem eine Gruppe bilden, aber dann für eine Minute jetzt eine Gruppe bilden, das wäre irgendwie auch nicht so sinnig. In der Leerlaufaufnahme übrigens, also vorhin, als ich falschen Bildschirm aufgenommen habe, da ist mein Pet übrigens auch einmal gestorben, als ich mich mit solchen Trollschamanen hier angelegt habe. Ich suche jetzt einfach einen Safe Spot zum Ausloggen. Sechs Punkte haben wir schon bekommen. Durch Mithril-Vorkommen. Was ist eigentlich auf der anderen Seite? Da dürfte nichts sein, ne? Ja, guck mal, hier kommt man auch gar nicht hoch. Doch. Ich glaube aber nicht, dass es hier unendlich weitergeht. Ne, das ist einfach die Küste. Und hier ist dann Weltboss. Ich weiß gar nicht, es ist immer nur einer aktiv, ne?
Ob den wohl noch jemand macht momentan, die Weltbosse? Keine Ahnung. Vom Loot her wird es sich wahrscheinlich nicht lohnen. Übrigens scheinen sie jetzt gerade hier gleich loszulegen mit dem Raid. Kommen gerade alle online. Ja, liebe Leute, wie dem auch sei, ich mache hier Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, wann das auch immer sein wird. Ich nehme mal an, spätestens nächste Woche. Und ja, macht es gut. Ich wünsche euch ja, eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dahin. Beziehungsweise ein schönes Wochenende, weil die Folge kommt morgen. Also Samstag wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Kakao.